Das Promi Round and Round. Promis drehen am Rad. She got me going round and round. She got me going here and there and everywhere. Upside down. Das Promi Round and Round. Zufällige Fragen und viele Antworten. Und hier ist Ihr Gastgeber, Fabian van der Weyd. Servus und ein herzliches Willkommen heute zum Promi Round and Round. Mein heutiger Gast ist Träger des Bayerischen Verdienstordens, obwohl wir ja alle wissen, Franken gehört gar nicht zu Bayern und er ist definitiv Franke. Also fragen wir auch mal nach, er ist Komödiant, er ist seit Jugend, seit Kindheit mit der Bühne auf- und verwachsen, muss man sagen, aufgewachsen und verwachsen. Und wir finden heute auch raus, ob er wirklich so besserwisserisch ist, wie er als alter Ego, nämlich als Waltraut, rüberkommt. Von Waltraut und Mariechen, hier ist Martin Rassau, servus! Servus, ich grüße euch auch. Warum du gerade mit dem Bayerischen Verdienstorden anfängst, weiß ich auch nicht. Das war vielleicht ein Versuch vom Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, uns zu bestechen, dass wir ihn vielleicht in Waldshöchheim nicht mehr so rannehmen. Aber wir haben ihm gleich gesagt, das nutzt dir nichts, du wirst trotzdem verarscht. Durchgezogen, so und so. Aber du stimmst mir schon zu, Franken ist nicht Bayern, also das geht gar nicht. Ja, also wir haben ja das, was die CSU nie wollte, die doppelte Staatsbürgerschaft. Wir sind Franken und Bayern. Jemand aus Bayern ist halt nur Bayer. Und wir haben es ja Napoleon zu verdanken. Wenn der nämlich damals in die andere Richtung geschaut hätte, dann wären wir vielleicht heute bei Sachsen. Also sind wir doch froh, dass er dornüber geschaut hat nach Bayern. Sonst müssen wir das Interview heute ganz anders führen, auf einem anderen Dialekt, ne? Würde mich auch nicht stören, weil jeder Dialekt ist schön, selbst der sächsische hat seinen Reiz. Martin, ich werde dir erstmal ganz kurz mal versuchen zu erklären, weil du weißt so gar nicht recht eigentlich, was hier so auf dich zukommt. Zwischendurch, Martin, wird es mal so ein kleines Geräuschlein geben. Ich weiß nicht, wann es kommt, es wird dann so klingen. Und dann erscheint danach auch sofort nach dieser Explosion ein kleines Rad. Also, das drehen wir jetzt erstmal, gleich mal, dass du weißt, in welche Richtung es gehen wird. Schauen wir, und da kommt eine zufällige Frage für dich. Und wir starten rein, lieber Martin, mit der privatesten Frage des Gesprächs. Wärst du dazu schon bereit? Ja, wann soll ich sonst bereit dazu sein? Aber wie der Name eigentlich privat schon sagt, ne, es ist privat und sollte meistens auch privat bleiben. Aber frag einfach einmal. Ja, jetzt gucken wir mal, was du rauslässt, wenn ich dich frage. Und da wird vielleicht der ein oder andere Zuhörer und Zuschauer verwundert sein. Ich möchte dich als erste Frage, als privateste Frage fragen. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Muss ich dann auch immer nur leben? Bin doch froh, wenn ich es einmal rumgebracht habe. Nein, ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Was ich nicht wusste, ist, dass du Botschafter bist für den Hospizverein in Fürth, deiner Heimatstadt. Das war mir vollkommen neu. Wie kam es dazu? Ich war lange Jahre Vorstand der Hepatitis-Hilfe Mittelfranken. Den Verein haben wir mittlerweile aufgelöst. Einmal, weil unsere langjährige Geschäftsführerin, die Susanne Nückles, leider verstorben ist. Und die war das Herz, die Seele und der Fachmann dieses Vereines. Ohne sie konnte man den nicht weiterführen. Und dann war auch der nächste Schritt, das hatte ja auch mit dem Tod mit unserer Frau Nückles zu tun, ging es um Palliativmedizin, es ging um den Gedanken des Hospizes und wir haben hier in Fürth einen sehr rührigen Verein und ich dachte mir, jetzt habe ich wieder Zeit, jetzt setze ich mich mal für was anderes ein und es ist ganz wichtig, dass dieses Thema Hospiz auch mehr in die Köpfe der Menschen kommt und unser Verein bietet sehr viel an. Es geht ja nicht ums Sterben, wie man vielleicht im ersten Moment meinen würde. Nein, bei uns im Hospizverein, da geht es ums Leben. Das ist ein Zitat, das habe ich gelesen von dir und da dachte ich mir, das ist ja Wahnsinn. Mein erster Gedanke war, hast du gesagt, man geht da zum Sterben hin, aber dann paradoxerweise geht es ums Leben. Wie hast du es erfahren? Wie hat dieser paradoxe Wechsel stattgefunden bei dir im Denken? Ja, also ich glaube, jeder denkt zum ersten Mal, bei Hospiz denkt man automatisch ans Sterben. Aber unser Verein begleitet ja Menschen auf dem Weg dorthin und die Zeit, die dem Menschen noch bleibt, die soll so lebenswert wie möglich gestaltet werden. Und da steht nicht das Sterben im Vordergrund, sondern was kann man in dieser Zeit noch tun für den Menschen, der uns verlässt? Wie kann man den Angehörigen helfen, die einen Menschen begleiten auf dem Weg dorthin? Was kann man in der Vorsorge tun? Viele wissen ja auch gar nicht, dass wir von unserem Hospizverein in Fürth auch Beratungen anbieten, was jetzt die Patientenverfügung betrifft.
da kann man sich schon rechtzeitig und weit im Vorfeld auch mal informieren und auch festlegen, was will ich, wenn es mal bei mir soweit ist. Und wenn man das mal festgelegt hat, mal darüber gesprochen hat mit einem Fachmann, dann ist man auch schon beruhigter, wenn man weiß, es liegt dann in Händen bei Menschen, die wissen, was ich will. Und ich habe es niedergelegt und es kann niemand was dran ändern. Das ist mein eigener Wille. Das wollte ich gerade sagen. Es ist auch ein bisschen, auch wenn es komisch ist, in dem Bereich von Beruhigung zu sprechen, aber es ist auch ein bisschen beruhigend, wenn man weiß, was kommt. Weil eigentlich ist ja das Ungewisse, oh Gott, tot und kommt danach irgendwas. Von dir wissen wir, danach kommt nichts, Schluss, außer Sense. Aber das ist beruhigend auch, ne? Also ich man soll nicht von mir wissen, dass danach nichts kommt. Vielleicht kommt was. Ich weiß es nicht. Ich möchte auch keine Religionsgemeinschaften da irgendwas vorwegnehmen. In meiner Vorstellung ist es nicht so. Aber das ist ja jedem selber überlassen. Vielen Menschen hilft es ja auch, ein Gedanke an ein Leben nach dem Tod. Das würde ich jetzt gar nicht abstreiten, aber es ist meine persönliche Einstellung, dass es für mich jetzt kein Leben nach dem Tod gibt. Und deshalb sollte man schon vor dem Tod so leben, dass es lebenswert ist. Ja. Das hat, glaube ich, mal ein Arzt gesagt, der hat gesagt, zu mir kommen immer die Leute und sagen, ach, jetzt habe ich eine schlimme Krankheit, ab heute genieße ich jeden Tag. Und dann sagt er, warum machen Sie denn das nicht vorher? Das wäre doch viel, viel cleverer, das Ganze. Ich danke dir, das war eine sehr private Frage und ich finde, du hast sehr privat geantwortet, nichts rausgelassen, was ist. Und ich muss alte Hacken nochmal auspacken. Entschuldige, ja, wenn man so in der, aber hier mal so ein Bild für alle Podcast-, Videocast-Zuschauer. Gott, ja, also wie du jetzt also vom Hospizverein zu diesem Bild kommst, ja, ist etwas befremdlich. Aber wir sehen hier auch Ludwig Scholz, ne, Gott hab ihn selig, und neben dann unseren damaligen Oberbürgermeister Wilhelm Wenning. Und das war eine der geilsten Nummern, die ich jemals in meiner Karriere erlebt habe. Für alle, die jetzt im Podcast nur zuhören, wir sehen gerade ein Bild eingeblendet, schwarz-weiß muss man sagen, und rechts und links außen Heißmann und Rassau, in der Mitte die gerade beschriebenen Personen eben. Sag ganz kurz, was hat stattgefunden dort? Was war das für eine Geschichte? Ja, du hast das Bild noch nicht ganz beschrieben, weil da sitzen vier alte Weiber. Also Weichert und Mariechen mit ihren Freundinnen. Und das war zur Eröffnung der Komödie für 1998. Und wir wollten da als Überraschung, haben wir gesagt, Mensch, irgendein Gag müssen wir doch machen. Und dann haben wir die beiden Oberbürgermeister angefragt, ob sie denn den Spaß mitmachen würden, als Freundinnen von Walter und Mariechen, also im Kleid und Perücke und Böms, mit aufzutreten. Und beide haben einen wahnsinnigen Humor bewiesen und gesagt, ja, das machen wir. Wir hatten dann schon hinter der Bühne viel Spaß. Aber wie die beiden auf die Bühne kamen, es war Tumult im Saal. Die Leute haben sich eine Viertelstunde lang nicht mehr beruhigt. Nein. Das hat es noch nie gegeben, dass Politiker sowas tun. Und die haben sich einfach weggeschmissen. Der Beckstein lag am Boden. Ich sehe das heute noch vor mir, weil die haben einfach gekreischt. Das war ein absurdes Bild. Und das war eine der schönsten Nummern, die ich wirklich erlebt habe. Das Leben schreibt das Ding. Sowas kann man eigentlich nicht planen. Also schon mal anplanen, aber nicht planen, wie es dann wirklich funktionieren kann. Und es hat es dann weiter auch nie gegeben. Ich lasse jetzt mal den Söder aus, wie er als Marilyn Monroe kam in Pfalz-Höchern. Richtig. Unterm Jahr einfach diesen Spaß mitmachen und keine Angst gehabt haben, oh, ich habe das Amt, ich bin Oberbürgermeister. Nee, das hat ihnen sehr viel Sympathie angebracht und von uns natürlich die allergrößte Hochachtung. Weil ungewohnt mit Strumpfhosen und Zwickel aufzutreten, das ist ein ganz eigenes Gefühl. Das ist allerdings wahr, wir kommen vielleicht auch gerade heute noch sicher auf die Strumpfhosen, die haben heute eine ganz besondere Bedeutung. 30 Jahre spielt ihr schon jetzt, Volker und du, als Heißmann und Rasser auf der Bühne. Und ich habe auch noch ein bisschen gekramt, ihr wart ja früher verfeindet, ganz, ganz früher in der Schule, weil ihr beide eine Theater-AG hattet und die waren natürlich eine Spinnefeind. Ist das jetzt immer noch so? Immer noch so, natürlich. Wir sind immer noch Spinnefeinde. Es war keine Theater-AG, es hieß damals die Schulspielgruppe. Oh. Und ich war, nachdem ich ja der Ältere bin, vor ihm in dieser Schulspielgruppe, er kam dann nachher. Und verfeindet ist eigentlich der schlechteste Ausdruck. Wir waren halt jung und unbedarft und haben gedacht, was der andere macht, das ist ja wohl völlig blöd und banal und billig. Wir machen das viel besser. Das hat aber jeder vom anderen gedacht. Wie es mal rausgestellt hat, wir waren gar nicht so weit entfernt in dem, was wir tun. Nutzt du so dieses Gefühl von damals ab und zu noch bei Waltraud und Mariechen als Waltraud, wenn du so ein bisschen besserwisserisch bist? So? Also ich weiß nicht, wie man auf besserwisserisch kommt, nur weil Waltraud die Gebildetere ist, einfach mehr Lebenserfahrung hat und halt Dinge weiß, von denen Mariechen keine Ahnung hat. Das hat mit Besserwissen nichts zu tun, nein. Das ist halt einfach die Gescheitere. Ja, Realität. Blanke Realität, so wie damals im Mautkeller. Meine Damen und Herren, man muss sich das vorstellen, wenn man es nicht kennt, wirklich eine wunderbare,
Bühne. Da war aber nichts drin, als die angefangen haben. Damals habt ihr euch zusammengeschlossen, habt halt gesägt, gebastelt, einen Vorhang selber gemacht, die Strahler hin. Und heutzutage kommen die Jungs und Mädels und machen mit drei Filtern ein Tic-Tac-Video, ein Tic-Tic-Tac, Tic-Tic, Tok-Tok, Tec-Tec, wie auch immer es heißt, und haben 4 Millionen Klicks. Dieser Mautkeller wurde jetzt von der Tucher Brauerei wieder renoviert und wird wieder neu betrieben. Aber damals war das halt so eine Großgaststätte aus den 50er Jahren. Da sind auch Mäuse rumgelaufen und wenn die gestorben sind unter der Bank, hat es tagelang gestunken. Und da hatten wir eben ein Nebenzimmer. Da gab es auch eine Tür, die direkt zum U-Bahn-Gleis rausging. Und da haben wir einfach Vorhang gespannt, da war Bühne drin. Und dann haben wir uns hingestellt und haben halt vor 10, 14, 20 Leuten gespielt, weil mehr kamen am Anfang nicht. Da haben es TikToker heute leichter, weil die machen irgendwas und dann gucken alle und sagen, ah, das ist toll. Und ins Theater ist halt beschwerlich. Man muss sich anziehen, man muss hinfahren, man muss reingehen. Aber man hat dann ein Erlebnis, das viel länger im Gedächtnis und vor allem im Herzen haften bleibt. Aber so diese Schnellvideos, wo einer hinfällt und plötzlich sind da 4 Millionen Klicks, man wundert sich manchmal, was für Schmarrn funktioniert. Es ist halt die heutige Zeit so, die Technik funktioniert so, wer weiß, ob wir es nicht auch so genutzt hätten, aber damals gab es das ja alles nicht. Da gab es ja keine Eintrittskarten, die man sich aufs Handy hat geladen, sondern das waren gedruckte Karten und da mussten wir vor jeder Vorstellung in die Vorverkaufsstelle und sagen, na, habt ihr was verkauft für uns und dann die restlichen Karten mitnehmen. Es war halt die Zeit so. Aber es spiegelt sich dann in den Programmen wieder. Ich erinnere mich noch in unserer legendären Weihnachtsrevue, die ja schon seit 30 Jahren läuft, über 1000 Vorstellungen. Da ging es dann, da kamen irgendwann mal Geldautomaten auf. Die Älteren unter euch werden sich erinnern. Geldautomaten, das war ja eine Sensation und nicht jede Bank hatte eine. Und das hatten wir in der Weihnachtsrevue drin und im Laufe der Zeit hat sich das auch entwickelt und da musste man auch das verändern, weil ein Geldautomat heute selbstverständlich ist. Und bald haben wir es nur noch auf dem Handy, das Geld oder sonst wo. Auch das wird sich dann weiter in den alten Programmen widerspiegeln. Die müssen wir natürlich immer der neuen Zeit anpassen. Ja, anpassen und mit der Zeit gehen, das ist die Zeit. Und auch die Zeit ist reif für unser erstes Round and Round, für die erste Actionrunde sozusagen für dich. Was ja auch jetzt technisch nicht nur möglich ist, sondern wenn du jetzt mal auf deinen Bildschirm tippst, pass mal auf, wenn du drauf tippst, wird was passieren. Probier's mal aus. Tipp mal drauf. Ja, probier mal. Okay. Draufdrücken auf den Bildschirm und... Der Wahnsinn, was die Technik kann, ich glaub's euch sofort. Nicht nur Geldautomaten funktionieren, sondern auch das Drehen. So, andersherum, ich lese da uralt, da siehst du mal, wie schlecht ich sehe. Ne? Zitat mal andersrum. Jetzt hast du gesagt, wie viele Programme habt ihr jetzt insgesamt schon... So, wie viele Programme? Bestimmt 50 Programme. Oh, wir haben ja Boulevardkomödien ohne Ende gespielt und spielen sie immer noch. Da haben wir auch schon 40 weg. Wir waren ja im Opernhaus Nürnberg in verschiedenen Musical-Produktionen. Also unzählig. Ich zähle es nicht. Der Volker zählt es ja. Ich zähle es nicht. Ich habe es halt gemacht. Ja, Volker haben wir auch schon getroffen. Der führt ja auch für jeden Auftritt Strichliste. Der weiß exakt, den wievielten Auftritt er hat. Also da bist du anders drauf. Wenn ich weiß, wie viel habe ich jetzt 1000 Auftritte gehabt, aber 100.000. Ich war jeden Tag beschäftigt. Das reicht mir zu wissen. Das reicht. Wir spielen Zitat mal andersrum. Ich werde trotzdem versuchen, aus den wirklich unzähligen Programmen von euch, ich werde dir ein Zitat geben und du hast jetzt die Aufgabe, mir zu sagen, aus welchem Stück kommt das? Okay. Das ist spannend. Puh, auch spannend für mich. Ich versuche das jetzt mal. Ist das der Wildnerz für die Heidenreichs und sie sind ein verkappter Topverkäufer? Ein Wildpelz, das kann eigentlich nur, ist kein Sketch gewesen, war eine Boulevardkomödie, wenn ich mich recht entsinne. Richtig. Das war zwei Pelzhändler von, ach Gott, jetzt weiß ich mich wieder, eine der meistgespieltesten Komödienautoren unserer Zeit. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Jetzt nicht Liebling. Ja, richtig, jetzt nicht Liebling. Vollkommen richtig. Also eigentlich ein schönes, lustiges Stück, aber war halt auch schon aus einer anderen Zeit. Heute würde ja keine Frau mehr wie ich am Pelz irgendwas machen. Ne? Pelz wäre ganz, das wäre Politik. Aber Pelz natürlich und dann auch Affäre eingehen und so. Ne? Aber es ist ein saukomisch lustiges Stück gewesen. Sehr gut gemacht. Wir schauen auf Zitat Nummer 2. Das wäre folgendes. Der schaut gar nicht aus wie ein Verbrecher. Vielleicht ist es nur der neue Postbote. Was die im Gefängnis mit dem Postboten machen, den du umbringst, den steckenst zu Zalando. Das ist ein Sketch für uns. Mhm. Ein Stück. Da hast du einem schon Verbundenen eine eingeschenkt,
Keusche Lebemann? Nein, also ich hoffe, ich habe es richtig zitiert. Es war der wahre Jakob. Ach, der wahre Jakob. Ich bringe schon wieder diese alten Klassiker durcheinander von Arnold und Bach. Der wahre Jakob, genau. Und da habe ich den Kollegen Patrick Dull, der jugendliche Liebhaber, dem die Schläge angedroht. Ich weiß es noch, da war der sehr wehrlos. Man konnte ihn gut verarschen auf der Bühne. Aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich, aus so vielen Sketchen, Stücken, Boulevardkomödien und was ihr macht, sag mal, habt ihr wirklich keine Skripten in dem Sinne, dass ihr sagt, es ist alles genau niedergeschrieben? Und wenn nein, wie merkt man sich das? Da muss man unterscheiden. Also wenn wir Boulevardkomödien haben, da gibt es natürlich einen Text, der dann auch schon vorher bearbeitet ist, den muss man lernen und sagt man dann, und den spielt man dann. Bei den Sketchen, wir besprechen uns vorher, um was könnte es denn gehen. Dann haben wir zum Beispiel, was haben wir aktuell drin? Ja, die Witzprüfstelle. Weil heutzutage musst du ja aufpassen, was du sagst, ob du richtig genderst, ob es nicht frauenfeindlich ist, ob Inklusion dabei ist. In unserem Sketch, dann kommt der Folger als Alleinunterhalter und ich prüfe seine Witze, die er mir da erzählt und zerlege jedem seiner blöden Witze, die er vorträgt. Weil eigentlich in jedem Witz ist irgendeine Unkorrektheit drin. Es gibt keinen korrekten Witz. Sonst wäre es ja kein Witz. Man muss halt auch den Spaß verstehen. Und dann entwickelt sich das so im Laufe der Zeit auf der Bühne. Und dann, wenn wir es fürs Fernsehen machen, dann wird der Text niedergeschrieben und so haben wir dann auch ein Archiv von ganz vielen Sketchen. Ja, ihr seid ja quasi wie so ein altes Ehepaar und man muss sich ja auch als altes Ehepaar immer noch mal überraschen. Gibt es das immer noch, dass ihr im Programm mal, euch fällt was ein und eben weil es kein Skript gibt, überrascht ihr euch so, dass man einfach mal herzhaft loslassen muss. Uns fällt dauernd was ein und wenn dann passiert was vorne im Publikum oder du spielst dich im Wahn und sagst Texte, die du gerade schon gesagt hast, weil du nicht mehr weißt, dass du schon gesagt hast, weil du zu oft spielst, das fällt dir dem Kollegen auf und dann kriegst du es nicht gleich unter die Nase gerieben. Ne? Oder ich hatte schon in einem Boulevardstück einen anderen Kollegen, der wollte vom Banküberfall reden, vom Bankräuber und dann hat er gesagt, da war der Überräuber da. Der Überrauber. Wann ging das halt in seinem Hirn so zusammen? Es kam so aus dem Mund raus. Und naja, Volker und ich sind dann schon Kollegenschweine und suhlen uns dann in dem Versprecher. Den kompletten Abend ist der Überrauber natürlich der zentrale Satz dann. Ja. Du hast ja auch mal was Gescheites gelernt. Gerade als Pharmakaufmann kannst du uns ja noch mehr als Profis sagen, Lachen ist doch die beste Medizin, oder? Als Pharmakaufmann würde ich sagen, nein, weil dann verkaufst du ja nichts mehr. Stimmt. Weil stimmt. Da brauchst du ja keine Medizin mehr. Aber da brauchst du das Leid. Aber dann sei natürlich, Lachen ist die beste Medizin. Das setzt Endorphine frei, man fühlt sich wohler. Das Lachen, also wenn das Zwerchfell bewegt ist, dann nimmt sie das Druck vom Herzen weg. Also funktioniert das Herz besser, die Durchblutung besser. Es kommt mehr Blut ins Hirn, man denkt besser. Darum sollten halt viele vielleicht auch mal mehr lachen und nicht nur spazieren gehen. Ja, das ist richtig. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Medizin-Podcast mit Martin Rassauer heute. So viel der Ehre. Wann vergeht selbst dir als Komödiant das Lachen? Wenn ich Hunger habe. Oh, also heute, wenn ich Hunger habe, bin ich sehr unleidlich, dann finde ich auch nichts zum Lachen. Wir haben vorher auch gesagt, wir müssen heute uns echt beeilen, dass wir zum Mittagessen fertig sind, weil wir verraten, heute gibt es bei euch in der Komödie... Im Brauhaus gibt es Strammer Max und da freue ich mich schon, seitdem ich im Büro bin. Aber den gibt es auch noch um eins oder um zwei oder um drei. Also ich kriege den schon keine Angst. Egal, wann ihr jetzt den Podcast oder Videocast guckt, egal, ne, einfach mal hingucken. Brauhaus ist immer eine gute Ansprechgeschichte oder hingehen in Fürth. Ja, Brezen, Brösel, Panaden, Schnitzel. Komödie.de und da findet man auch das Brauhaus sofort. So, das mal nebenbei und wenn ihr ganz weit weg wohnt und jetzt habt ihr zumindest die Möglichkeit, heute Mittag was Gescheites zu kochen. Wenn du Hunger hast, ist natürlich eine Sache und die andere Sache ist natürlich, letztes Jahr ohne Publikum zu spielen, ich glaube, so ganz lustig war es momentan auch nicht. Dieses Jahr hast du eine gute Nachricht, Veits Höchheim. Wird stattfinden, hast du uns das so mitzuteilen und ich hoffe, es funktioniert auch. Kann das mitteilen, also in dem Jahr haben wir nur noch wenige Einschränkungen, halt 25% dürfen nur reinlassen. Okay, ist ein anderes Thema, aber fast nach den Franken aus Veits Höchheim findet statt am 18. Februar. Also man tut alles dran, das Bayerische Fernsehen, der Fastnachtsverband und alle Künstler hängen dran, dass wir eine Sendung abliefern, wo jeder wieder Spaß haben kann, wo man genügend zu lachen hat und nicht dauernd an die Ernst der Zeit denken muss. An dieses komische, die Corinna und so weiter, das die ganze Kiste. Wird da auch ein bisschen Publikum da sein? Auch die Politiker, die ihr natürlich auch mal, ne? Du hast es schon erwähnt, Söder und Co. Also Publikum ist vorgesehen. Also jetzt sind ja noch 25% erlaubt, richtig, die werden auf alle Fälle drin sitzen. Vielleicht tut sich ja noch in Kürze etwas und es dürfen ein paar Leute mehr hinein. Ob Politiker kommen, das wissen wir nicht. Wahrscheinlich werden sie nicht
sich nicht trauen zu kommen. Also wenn der Söder nicht kommt, dann traut sich das Kabinett auch nicht kommen wahrscheinlich. Da herrscht dann irgendwie Gruppenzwang. Aber es wird uns Künstler nicht hindern, verbale Watschen auszuteilen, ob die jetzt vor uns hocken oder ob die daheim gucken und Fernsehschauer oder sonst wo, ist uns wurscht. Abgewatscht wird so oder so. Ich bin mir sicher, der wird in Pfalz-Höchheim doch vorbeischauen wollen. Meinst du, er traut sich nicht? Nee, ich glaube eher nicht. Das wäre, glaube ich, nicht das Zeichen von seiner Sicht an die Bürger und Bürgerinnen unseres Bayernlandes, wenn er jetzt sich da bei einer Unterhaltung sieht. Aber der kann ja machen, was er will, es wird ihm immer gemotzt und geschimpft. Also er macht es eh verkehrt. Wenn er nicht kommt, sagen die Leute, der ist nicht traut. Wenn er kommt, motzen es auch. Jetzt hockt er da drin und amüsiert sich, wo wir so Probleme haben im Land. Also was soll er denn machen? Körperdouble. Aber wer mag schon Markus Söders Körperdouble machen und dann nach Pfalz-Höchheim kommen? Also das ist ein Thema, Hauptsache es findet statt. Das ist ja mal das Wichtige. Genau, das ist das Wichtige. Und natürlich wird Corona ein Thema sein, das beschäftigt uns seit 2 Jahren, das können wir nicht auslassen, auch wenn viele sicher sagen, oh, ich kann es nicht mehr hören, aber das ein oder andere muss man mit aufgreifen oder auch was dann eben nicht falsch gelaufen ist oder so, es muss auch Thema sein in der Fastnacht. Das, indem wir die Themen, die ein Jahr zurückliegen, ne, von der neuen Regierung, wird es ja schwierig, da kriegst du ja nicht so viel mit. Ne? Also den Bundeskanzler, der ist ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber irgendwie taucht der nicht auf. Nicht greifbar, ja. Nicht greifbar, ja. Und wie hat es der Postillon mal geschrieben, der ist so unsichtbar und das ist seine große Kunst, sich nicht zeigen zu wollen. Naja. Und er hat nicht mal ein Erkennungszeichen, ne? Das ist auch das, ich glaube, das muss sich so noch zulegen, wie Angie damals. Naja, das hat die Angela hat es braucht, um ihre Knöpfe festzuhalten. Ach so, jetzt. Und wenn die weggesprungen, die hätte mit ihren Knöpfen Leute schießen können, wo wir die manchmal gespannt haben. Wäre auch kein gutes Zeichen gewesen als Politiker, Leute schießen mit Knöpfen. Was wird's aber denn? Aber das Schöne war, was muss man ihr lassen an der Angela? Sie hat immer viel Farbe reingebracht in den Alltag. Ja. Während jetzt die Herren Politiker halt in grauen, schwarzen, blauen Anzügen noch kommen, war sie schon immer etwas farbenfroh. Nicht so farbenfroh wie die Claudia Roth, aber das, der entsprechende Malkasten, den kann eh keiner toppen. Das macht jetzt Frau Baerbock. Die ist auch mal einheitlich grün, rot, gelb, grün, blau, immer einheitlich. Ja, also aber auch sehr dezent. Man muss ja als Außenministerin schon darauf achten, dass man jetzt nicht auffällt durch schreiende Farben, sondern es muss ja auch, hat ja auch eine Außenwirkung. Ne? Deswegen heißt es, glaube ich, so, ne, die Geschichte. Was wird es denn in Pfalz-Höchheim geben? Kannst du schon was verraten von Heißmann und Rassau? Ich könnte verraten, aber ich darf nicht verraten. Und wir werden traditionell nie im Vor. Wir machen ja das, was wir können. Wir machen einen Haufen Blödsinn, dass du einfach lachen musst und am Schluss weißt gar nicht mehr, warum es gelacht hast. Es wird sicher, wir werden immer wieder mal auftauchen, das ist klar. Was ich verraten kann, das kann man jetzt schon mal sagen. Waltraud und Mariechen sind dieses Jahr mal wieder mit dabei. Okay. Da freuen wir uns drauf. Und muss ich wieder drücken? Nein, er wird nicht drehen. Ne? Ich würde jetzt das Ganze mal für dich übernehmen. Ich will dich ja auch nicht überstrapazieren. Ich drehe jetzt mal für dich. Und Dia Lecco Mio ist die nächste Kategorie. Diesen Begriff muss man einfach kennen. Ich sage jetzt mal, als um den Titel noch weiteren Ausdruck zu verleihen, ihr habt, ich glaube 2017 war es, ich muss ja ablesen, den Bayerischen Dialektpreis, einen Sonderpreis bekommen, völlig verdient. Und deswegen bist du der richtige Ansprachpartner für alle, die jetzt außerhalb von Franken zuschauen. Genau, wir haben den, darf ich kurz sagen, den Dialektpreis bekommen, den Sonderpreis, weil der nicht nominiert war. Wir kriegen hier immer nur Preise, wo kein Gewinn dabei ist, kein Geld, solche Preise kriegen. Super. Aber es ist halt sehr viel Ehre. Wir haben übrigens auch den, wir sind nicht Ehrenbürger der Stadt Fürth, aber wir haben die goldene Bürgermedaille. Und die kriegen nur, lasst mich nicht lügen, 14 lebende Personen. Bevor es nachher wieder kommt mit irgendeiner Auszeichnung. Ne? Ja, und bevor wir dann wieder auf die Palliativgeschichte kommen. Also jetzt. Wir sind auch ausgezeichnet wegen vorbildlicher Mitmenschlichkeit von der Freimaurerloge in Fürth. So, jetzt habe ich das auch noch untergebracht. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ihr habt jetzt mitgeschrieben beim Zuhören. Ich kriege die Preise langsam überhaupt nicht mehr auf die Reihe. Also jede Menge Preise. Jetzt komme ich aber raus. Ich wollte ein Wort. Stell dir vor, es steht jetzt jemand, ja, also unser Bundeskanzler hört jetzt hier zu, ja, hat diesen Kanal abonniert und sagt jetzt, okay, ich muss mehr Farbe brauche ich und ich brauche jetzt ein fränkisches Wort. Das muss man bundesweit kennen, um durchzukommen durchs Leben. Was wäre das deiner Meinung nach? Allmächtner. Allmächtner ist eines der wichtigsten Wörter in Franken und Fei. Oh, aber Fei ist sehr schwer anzuwenden. Nee, Fei passt immer.
Das ist fei arg gut, das ist fei arg blöde Sendung. Der Moderator ist fei ordentlich Ozung. Also fei geht immer. Also ich habe einen Bekannten, der kommt aus Düsseldorf, der versucht jetzt seit 12 oder 14 Jahren hier Fuß zu fassen. Und mit dem fei, der baut es immer an einer Stelle ein, wie so, das fei habe ich noch nie gesehen. Das kannst du nicht machen. Ich versuche es ihm aber grammatikalisch zu erklären. Und fei ist ja eigentlich so eine, ist das eine Verstärkung? Wir wissen es nicht. Ich finde, es muss aus dem Bauch herauskommen. Und dann ist man eingebürgert in Frankreich. Und vergiss einmal die Grammatik. Wenn wir Fränkisch sprechen, brauchen wir keine Grammatik dazu. Und der Preuß soll sich nicht erdreisten, unser fei zu verwenden. Weil das muss, geht nur, wenn man genetisch veranlagte Frankengene hat. Dann weiß man, wann man fei einsetzen muss. So ist es. Allmächt, das most fei wissen. Und Allmächt, die hier müsst der Fei auch unbedingt anschauen. Für alle, die jetzt sagen, Mensch, was ist denn im Februar los? Außer Fei Zöchheim, wo ist Waltraud und Mariechen, beziehungsweise hier im Solo-Programm, du ziehst Strumpfhosen an. Jetzt, Martin, muss ich dich fragen. Wer sonst, ne? Ja, also, wer sonst? Es ist kein Solo-Programm, es ist ein Ensemble dabei. Man sieht da einen schon auf dem Plakat, den Bernhard Oettinger, kennt man vielleicht noch als der fränkische Taxifahrer. Robin Hood, Rentner in Strumpfhosen. Wir haben die Geschichte weitergesponnen. Wie war's denn? Wir erinnern uns, Robin Hood, Rächer der Enterbten, der Rächer der Witwen und Waisen. Aber was war denn danach? Nach 40 Jahren, wie der dann in Rente war. Diese Geschichte zeigen wir auf. Und seine liebreizende Lady Marianne, die ist ja 40 Jahre älter, die ist ja auch nicht mehr so liebreizend. Und da haben wir sehr gut besetzt. Man wird überrascht sein, wer hier als Lady Marianne auftaucht. Kommt aus Kufstein, aus der Perle Tirols sozusagen. Oh. Aber mehr verrate ich nicht. Und nochmal zwei Kollegen dabei, weil es gibt noch einen Robin Hood Junior. Es ist ja ein Kind hervorgegangen aus der Beziehung mit Lady Marianne. Nein! Natürlich, das wissen noch die wenigsten. Und der Sheriff von Nottingham ist jetzt auch in Rente, der ist jetzt befreundet mit dem Robin Hood, die katteln immer und würfeln den ganzen Tag, weil sie nichts zu tun haben. Und der Bruder Tuck, den gibt es natürlich auch, aber der ist eigentlich gar nicht so ein Kirchenmann, sondern der ist so schön, dass ihn alle Frauen haben wollten. Auch als Rentner. Vorsichtig. Ja, über die Jahre hinweg, der ist ja schön geblieben. Und er wusste sich nicht mehr zu helfen, um sie hat sich verkleidet als Mann der Kirche, damit er nicht mehr durch die Betten pimpern muss. Es ist Wahnsinn. Also ich meine, dass da ein Kind hervorgekommen ist, man wundert es nicht. Schaut euch mal diese Beine an in diesen Strumpfhosen. Ja, also das ist Sexappeal pur, auch als Rentner. Was macht man als Rentner? Hockst du am rum? Ja. Und ziehst dir die Strumpfhosen über den Bauch. Und weißt nichts. Und für alle, die jetzt zugucken und sagen, ich muss mir jetzt schon was sichern, unter komödie.de auf jeden Fall mal reingucken. Da könnt ihr jetzt schon gucken und wann die Vorstellungen sind und wo ihr hingeht und natürlich auch alle anderen Infos für zukünftige Programme. Und da kann ich gleich sagen, Theater sind ja auch die sichersten Orte. Es ist ja nachgewiesen, dass es bisher noch keine Ansteckungen gab in Konzertsälen, in Opernhäusern oder Theatern. Wir haben ja, wie es damals von der Politik verlangt wurde, ganz am Anfang, für über 50.000 Euro eine hervorragende Belüftungsanlage, die Viren abtötet, zu 99% eingebaut in das Haus. Und seitdem das eingebaut ist, dürfen wir eigentlich nicht mehr spielen. Also wir haben alle Auflagen erfüllt und trotzdem werden die Theater immer noch ganz stiefmütterlich behandelt und das ist eigentlich schade. Aber das, was ich damit sagen will, man kann ins Theater gehen, es ist sicher, wir haben die Abstände, man hat die Masken auf, es ist die Belüftung, die Viren tötet, also man kann trotzdem seinen Spaß haben, man muss keine Angst haben, kommt in die Theater, es muss nicht unbedingt die Komödie sein, alle anderen Theater sind froh über jeden Besucher, also kann ich nur aufrufen, geht's wieder fort, geht's unter Menschen, weil danach fühlt man sich gleich wieder besser, dann hat man auch was fürs Immunsystem getan und wir lachen den Virus aus. Ich muss dir in zwei Sachen total widersprechen, ja. Erstens nicht, man kann ins Theater, sondern man muss ins Theater, da möchte ich dir widersprechen. Und das Zweite ist, es ist hoch ansteckend, wenn ihr in die Komödie geht. Ihr werdet nicht ohne das ansteckende Lachen rausgehen. Also das ist auch was, das muss man vielleicht mal festlegen. Und das tut gut. So darf man das sagen. Vielen herzlichen Dank. Aber ich möchte auch aufrufen, dass man nicht nur zu uns geht, sondern auch in andere Theater, weil alle, wir sind ja alle so eingeschränkt und jeder braucht seinen Zuschauer. Also es ist auch schön, wenn man am Abend mal rauskommt. Da musst du 2 Stunden nicht mit deinem Partner reden. Ey, das ist doch ein Argument. Und wenn es heimkommt, dann hast du wieder einen Grund, mit deinem Partner zu reden. Also doppelter Erfolg. Das ist doppelter Erfolg. Ich muss mal fragen ganz kurz, wann geht ein Komödiant in Rente? Wann darf ein Komödiant in Rente gehen? Ja, wenn er einfach nicht mehr gut ist. Oder, jetzt bin ich erst 55, also ein paar Jahre habe ich schon noch. Wenn er nicht mehr gut ist, da wirst du mit 106 noch auf der Bühne stehen. Naja, okay, ich sag dann Juppie zu dir. Ich glaube, man muss irgendwann schon den Absprung schaffen, aber bis dahin gehen bestimmt nur 20 Jahre dahin.
Ein Glück, ein Glück. Wir schaffen noch einen Absprung, und zwar noch einen Absprung und ein weiteres Round and Round. Ich drehe nochmal das Rad für dich. Bevor wir am Rad gemeinsam drehen, drehen wir lieber das blau-weiße Rad, der Ratz-Fatz-Satz. Ach, altbekanntes Spiel. Nicht lang fackeln, lieber Martin, sondern den Satz, den ich dir jetzt anfange, einfach zu Ende bringen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Oh wei. Ich habe den vorher geschrieben. Ich konnte ja nicht wissen, dass du mir sagst, ich glaube nicht an ein Leben nach. Aber ich versuch's trotzdem mal. Wenn ich dann doch nochmal geboren werden sollte, dann werde ich Radiomoderator bei Charivari 98.6. Ja, gut. Man kann sich auch immer ins Fegefeuer wünschen, aber das ist okay. Wenn das ich kenne euren Sender. Also wir haben lang genug bei euch gearbeitet. Kaltengrubers. Kaltengrubers. Das ist die dümmste Stunde der Woche. Also ich kann nichts Schlechtes über den Sender sagen, bis auf die Bezahlung halt. Als Komödiant kann ich immer machen, was ich will, weil man nimmt mich ja nicht gleich ernst, weil alle meinen, es war nur ein Spaß. Es ist eine tolle Freiheit. Mit Robin Hood verbindet mich nicht unbedingt die Vorliebe zu Strumpfhosen, aber die Gewohnheit, Strumpfhosen auf der Bühne tragen zu können. Ah, das ist schon schön. So Eigenschaften, so Edelmann und so die Geschichten, irgendwas dabei? Ja, ich habe das Stück geschrieben und da ist er eigentlich nicht so edelmännisch. Also der ist ja dann auch irgendwann nochmal, hat er keinen Bock mehr und ist ja nicht mehr erfolgreich, weil er so fett geworden ist, dass er die Kutschen hinterher laufen kann zum Überfallen und streitet sie mit seiner Marianne und also ja, das ist ja der ganz normale deutscher Rentner geworden. Freilich, ja. Der Bogen ist irgendwann überspannt, um im Jargon zu bleiben vom Robin Hood, ne? Dann ist es irgendwann so. Nächster Satz für dich. Waltraud sagt über das Promi Round and Round. Das muss man alles einmal mitmachen, Tom, ne? Weil man kann sich nicht aus und die anderen war ja schon da. Und wenn das Mariechen schon da war, darf ich ja nicht fehlen, war immer bloß Mariechen, Mariechen, Mariechen. Man muss sich einmal mit gescheiten Leuten unterhalten. So muss es sein. Deine berühmten letzten Worte, Martin Rassau. Das weiß ich doch nicht, was meine letzten Worte sind. Das kommt ja erst noch. Und dann wird mir hoffentlich keiner zuhören, weil dann möchte ich mal rufen, wenn es dann mal so weit ist. Ich sage einfach Dankeschön und ganz wichtig, immer was zu lachen haben. Und noch besser, meine Großmutter hat immer gesagt, das Leben ist zu kurz, ess zuerst den Nachtisch. Das Promi Round and Round als Podcast oder Videopodcast. She got me going round and around. She got me going here and there and everywhere. Upside down. Weitere Folgen findest du hier.